Kurzer Zwischenbericht aus Brüssel. Zurzeit läuft die Überprüfung der designierten Kommissare von der Lions im EU-Parlament. Laut Manon Aubry, französische Kollegin und Mitglied im Justizausschuss, haben bei der geforderten Erklärung der finanziellen Interessen 9 Kommissare, Zitat, unvollständige, verdächtige oder geradezu schockierende Erklärungen abgegeben. 4 lediglich einen leeren Zettel. Weitere 4 besitzen Anteile an Unternehmen, die als Lobbyisten Einfluss auf die EU-Politik zu nehmen versuchen. Bayer, Eni. 2 Erklärungen stehen in Widerspruch zu vorherigen Erklärungen. Jetzt hat sich herausgestellt, dass die Bayer-Aktien unserem Freund, dem charmanten wegen Insiderhandel vorbestraften Spanier Josep Borrell, gehören, angehender Außenbeauftragter der EU. Das sei nur ein kleiner, zu unbedeutender Anteil seines Portfolios, entschuldigt sich der flotte spanische Mit-70er. Ich habe es nicht in Betracht gezogen, weil es nur einen sehr kleinen Teil meines Vermögens ausmacht. Quelle: Google Übersetzer. Das ist eine profunde Entschuldigung, die wir schon in anderen Fällen von ihm gehört haben. Ganz interessantes Portfolio, das der Mann da hat. Die einzige Chance für Borrell, in den anstehenden Befragungen durchzukommen und hoher Vertreter für Außendienst zu werden, ist laut spanischen Zeitungen die rumänische Kommissarskandidatin Rovana Plump. Die Dame gehört genau wie Borrell einer sozialdemokratischen Partei an. In den Anhörungen der designierten Kommissare wird vermutlich vom Parlament je ein Kandidat von Sozialdemokraten und Konservativen und Liberalen abgeschossen. Und Plump hat offenbar eine noch kaputtere Interessenserklärung abgeliefert als Borrell. Zwinker-Smiley. Fortsetzung folgt.